Mir zittern die Knie, es ist soweit, Folge 7 von diesem Let's Play ist da. Die siebte Folge, traditionell die Folge, in der alles schiefläuft bei Spielkinder Let's Plays. Ich bin Dennis und ich werde heute beweisen, dass es auch anders geht. Nimmt ihr den Mund zu voll? Ja, höchstwahrscheinlich. Werden wir das gleich erfahren? Sogar sehr sicher. Jetzt kann ich erstmal hier den Steinbruch upgraden, dann verdiene ich da noch ein bisschen mehr mir ein goldenes Näschen. Den kann ich dann als nächstes auch mir holen. Dann das kostet mich nur ein bisschen Eisen und alles, was mich keine Arbeitskräfte kostet. Energie auch ein bisschen. Das ist gut, denn Arbeitskräfte sind der nervigste Shit in dem Spiel. Ich habe, glaube ich, mittlerweile auch alle Häuser ausgebaut, ne? Das heißt, ich muss wieder neue Wohnhäuser bauen. Verdammt! Egal. Habe ich noch Leute im Bau hier? Soldaten? Nee. Und die sind... Wo habe ich denn... Oh, hier steht einer draußen. Das finde ich nicht so gut. Der sollte besser irgendwo mal reingehen. Ja, lauf doch außen rum. Smarter Boy. Du bist ja echt ein ganzer smarter Boy. Na gut, aber da ist die Verteidigung ordentlich genug. Auf der Seite. Hier unten steht nur ein Typsi, aber hier sind auch irgendwie... Keine Ahnung. Die Leute laufen hier außen rum, als wäre das Teil der Basis. Das haben wir letztes Mal schon gemerkt. Merken dann immer nach drei Schritten, oh, da sind ja Zombies. Voll ärgerlich. Dann gehe ich mal zurück. So, dann erforschen wir mal, was ist der Radar Tower nochmal? Towers have great range and sight. Okay, von Westen kommen Dings. Dann baue ich jetzt lieber erstmal noch ein paar Soldaten. Eins, zwei, drei, vier. Brauchen wir vier Soldaten mehr. Von Westen, das ist ja dann relativ nah an meiner Base dran. Da müssen wir dann tatsächlich aufpassen. Problem ist natürlich auch, es dauert relativ lange, Soldaten zu bauen. Oder zu rekrutieren. Das ist also nicht mal eben so schnippdiwupps und wir haben neue Soldaten, sondern das ist tatsächlich ein Problem. Von da kommen die. Das heißt, die könnten auch von hier oben kommen, wo ich echt wenig Verteidigung habe. Ist jetzt die Frage, wo sie herkommen. Ich laufe mal mit den Soldaten schon mal, wenn sie fertig trainiert sind, hier hin. Ne, sie kommen von hier unten. Ah, das wird echt problematisch jetzt. Oh, das geht ganz schnell. Shit, 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 shit. Oh, dammit, Mann. Ah, die beiden sterben. Die beiden sterben. Oh, das ist nicht gut. Oh, shit. 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 Schieß sie tot. Schieß sie tot. Schieß sie tot. Schieß sie tot. Oh, grad so. Habt ihr das gesehen? Alter, war das knapp. Oh, alles reparieren. So, ich werde jetzt direkt mal umsteigen auf Stein. Und parallel... Hier, nee, nicht parallel. Ich mache hier gar nichts parallel. Ich baue jetzt erstmal Steinverteidigungsanlagen. So. Wir graden jetzt mal hart ab. Da ist already was in progress. Genau, so. Das ist dann einfach stabiler, das hält länger. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll hier, vor allem für die Außenanlagen, das mal zu machen. Oh, wieso rennen die denn außen lang? Ist das echt, also die Wegfindung vor dem Spiel ist seltsam. Ist das echt kürzer, außen lang zu laufen, als durch die Base? Komisch. Hier ist doch ein Tor, hier kommt man doch durch, oder? Ja, keine Ahnung. Whatever, so ihr geht mal hier in das Türmchen rein. Der rennt auch hier auch außen lang, ey. So ein Dödel. So. Dann können wir das hier alles mal schön locker aufrüsten. Das Tor auch noch. Dann ist die Seite hier auch nicht mehr genug Gold. Nicht so gut. Ja, in letzter Zeit mangelt es mir eher an Gold als an anderen Sachen. Ich baue ja hier ein bisschen Gold ab. Wie viel produzieren wir da? Wo ist denn das Gold? Iron? Achso, ich... ja, keine Ahnung, was... Ach, hier müsste ich es doch sehen. 30 Gold mehr. Ich muss eigentlich auch mehr Häuser bauen.
Eigentlich muss ich mehr Häuser bauen. Die Frage ist, wohin damit? Tu mich schwer damit, die hier außen irgendwo hin zu besetzen, die Häuser, weil wir haben jetzt schon zwei, dreimal den Fall gehabt, dass das so ein bisschen überrannt wurde, die Ecke. Das macht mir schon ein bisschen Sorge. Ich baue mal da noch zwei Häuser hin. Dann sind die noch eher an den inneren Verteidigungsanlagen. Wenn auch natürlich nicht so ganz drinnen. So, das muss hier eigentlich... Ah, jetzt habe ich schon wieder das Gold ausgegeben. Ich hab doch nicht so viel Kohle. Also Kohle ja. Ne, Kohle gibt's gar nicht im Spiel. Gold. So, jetzt. Dann ist nämlich hier vorne mal der komplette Bereich. Oh, jetzt habe ich alles. Ist egal. Ich habe jetzt mal eben hier irgendwie alle Mauern in dem Bereich markiert und die werden jetzt alle ausgebaut zu Stein. Naja, ist doch okay. Dann ist jetzt mal der Stein ein bisschen alle, aber wurscht. Egal. Es ist ja relativ wichtig, dass wir das hier wirklich mal ein bisschen absichern. So. Ich habe nicht so besonders viel Geld. Ich würde noch mal ein paar Soldaten dann bauen mit dem nächsten Geld. Einfach weil ich hier zum Beispiel hier oben keine habe. Hier unten ist nur einer. Also ich brauche einfach noch mal 4, 5 Soldaten, die ich überall hinsetzen kann, um in alle Richtungen die Verteidigung zu verbessern. Wir sind immer schon an Tag 55, also wir haben jetzt wirklich Halbzeit auf jeden Fall erreicht. Habe ich eigentlich die... Ach, wo ist es denn? Hier. Die nächste... Die Foundry schon erforscht? Das nächste... Nee, die Foundry ist hier oben, ne? Genau, nee. Das nächste Ding heißt Research Engineering Center. Das habe ich tatsächlich noch nie gebaut. Also die Foundry kenne ich schon aus der einen Partie, die ich mal eine Stunde oder anderthalb Stunden ohne Aufnahme gespielt habe, um einfach mal ein bisschen das Spiel zu üben. Ich glaube, nach den ersten 2, 3 Folgen, wo ich dann da doch sehr verkackt habe. Ich glaube, nach den ersten 2 Folgen. Aber die... Wo latscht der jetzt lang da? Der rennt auch wieder hier außen lang wahrscheinlich, ne? So ein Depp. So. Ihr geht jetzt mal hier oben rein, ihr beiden. Ihr zwei Hübschen. Wieso geht der denn nicht... Kommt der hier nicht durch, oder was? Ne, da kommt man nicht mehr durch. Deswegen müssen die alle außen lang laufen. Ja, ist jetzt nicht so wild, aber... Ist schon ein bisschen doof. Vielleicht könnte man hier auch noch eine Mauer hinbauen, um dann einfach... Oder man erkundet vielleicht mal, was hier unten noch so ist. Hier ist zum Beispiel noch Holz und so. Hier ist noch eine... Noch eine Rohstoffablage. Da könnte man ja an sich hier in die Richtung... Oh, ups. Aua, aua, aua. In die Richtung hier noch zumachen. Hätte man noch mal ein bisschen mehr Wohnraum sozusagen. Lebensraum. Ich probiere das jetzt einfach mal. Ja, ich brauche leider noch ein paar von den Stromdingern dann hier. Dann gehst du jetzt erstmal hier rein. Komm, ist egal. So. Dann sichern wir jetzt erstmal hier die Seite ein bisschen besser ab. Wie sieht's geldtechnisch aus? Schon wieder besser. Dann würde ich jetzt nämlich mal versuchen, das Engineering Center hier als nächstes zu erforschen, damit ich das wenigstens einmal euch zeigen kann. Weil der nächste überraschende Zombie-Einbruch kommt bestimmt, wo dann das Spiel hier beendet wird. Ein für alle Mal. Und wir keine Chance mehr haben. Aber bis dahin möchte ich euch natürlich so viel wie möglich zeigen. Und deswegen so schnell wie möglich hier diese Gebäude auch erforschen, die ich eben auch selber noch gar nicht kenne und noch gar nicht weiß, was dann da noch an Technologien kommt. Ich kann mir ja irgendwie einen geilen Panzer bauen oder so. Flammenwerfer-Soldaten oder irgendwie so einen krassen Shit. Also irgendwie Flammenwerfer erwarte ich mir tatsächlich von dem Spiel ein Stück weit auch. Weil irgendwie passt das so zu Steampunk, zu dieser ganzen, zum Szenario ja auch irgendwie. So, dann würde ich jetzt mal versuchen, hier meine Anlagen soweit zu erweitern, dass ich hier noch um die Ecke komme.
Ich habe bis jetzt keinen Marktplatz gebaut, fällt mir gerade auf. Ne? Also ich kann zum Beispiel jetzt überschüssige Rohstoffe gerade nicht verkaufen. Das sollte ich vielleicht mal als nächstes in Angriff nehmen, weil dann hätte ich ja auch mehr Geld. Einfach mal ganz doof gedacht. Ist ja einfach so, dass ich dann mit dem, was ich verkaufe, ja dann Kohle verdiene. Das ist also, glaube ich, ganz sinnvoll. Gerade Öl und Stahl brauche ich jetzt, oder Eisen brauche ich jetzt nicht so mega viel. So, hier bauen wir noch ein Ding hin, dann kann ich hier eine Mauer bauen. Ah, hier hinten diese ganzen schönen Grünflächen, aber die will ich, glaube ich, jetzt gerade nicht haben. Würde mir schon reichen, wenn ich jetzt hier den Bereich hier vorne noch hätte zum Bauen. Hier könnte ich auch nochmal eine Steinmine bauen. Hier nochmal Öl, falls ich es brauche. Hier ist nochmal Eisen. Mal gucken, ob man da irgendwas in die Richtung vielleicht machen kann. So, jetzt kann ich das Research Center, das Forschungszentrum erforschen. Und derweil können wir hier nochmal ein bisschen die Mauern aufrüsten. Kann ich mir nicht mehr leisten. So, hier bauen wir jetzt erstmal wieder Holz. Holz. Oh. Ist echt schlimm mit dem Geld. Ich muss wirklich als nächstes mal einen Marktplatz bauen. Was brauche ich denn dafür? Einen Marktplatz. 400 Gold, das kann ich mir eigentlich leisten. Oh. Oh, oh. Da habe ich nicht aufgepasst kurz. Ist jetzt nicht so wild, aber minimal ärgerlich. So, jetzt müssen wir das Ding erstmal wieder reparieren. So, jetzt kann ich nämlich hier dann die Anlagen auch gleich... Na komm, werd fertig, Kind. Ey, das dauert ja echt ewig. Also die Reparatur dauert länger, als den Turm zu bauen. Das ist ja wirklich ein bisschen nervig. So, das machen wir dahin. Dann bauen wir gleich noch einen Steinturm, damit wir das nicht dann noch machen müssen. Steinmauer und... So. Alles schick. Dann können die beiden ja an der Stelle eigentlich... Hier steht ein Autogeschütz. Dann könnt ihr ja hier stehen und dann auf den Turm gehen. Dann haben wir in die Richtung das schon mal abgedeckt. Super. So, mit dem nächsten Geld baue ich einen Markt. Hallo, lo Jungs, jetzt wirklich, ernsthaft. Ihr steht direkt daneben. Da könnte man ja auch mal eingreifen. Vielleicht. Ich weiß nicht. Wäre eine Idee, oder? Ich fände die Idee super. So. Sehr schön. Ich warte noch, bis die beiden hier auf den Turm rauf dürfen. Und trink so lange mal einen Schluck Wasser. Ein bisschen rauen Hals gerade. Und da hilft das natürlich. Hoffentlich. Vielleicht werde ich gerade zum Zombie. Zu viele Spiele mit Zombies sorgen dafür, dass man zum Zombie wird. So, das hat gut funktioniert. Jetzt müssen wir nur noch... Nochmal ein paar Soldaten. Ah, ich habe kein Geld für Soldaten. Aber jetzt besorge ich mir Kohle. Ich baue einen Marktplatz. Den baue ich hier hin. Kann ich den noch irgendwo dazwischen quetschen? Dann kommt wieder niemand mehr durch an den Stellen. Na, ist egal. Wo wird attacked? Da oben. Aber da oben ist doch eigentlich... Oh, hier kommen gerade richtig viele. Aber da habe ich ja eigentlich auch genug Verteidigung. Dass das eigentlich... Oh, fuck, Alter. Was geht denn da ab? Was geht denn hier ab, Leute? What the fuck? Also, das waren jetzt nicht genug, dass das wirklich ein Problem ist, aber... Das ist schon ein bisschen ärgerlich. Was zur Hölle? So, wo baue ich denn jetzt den dummen Markt hin? Ich baue den jetzt einfach hier hin, damit ich nicht noch ewig drüber nachdenken muss. So. Ist denn die Dings fertig? Die Forschung? Wie, wo baue ich denn das? Research, das müsste doch wieder bei Industry hier sein, aber ist es nicht. Research Center? Auch nicht. Hier. Nee, Engineering Center. Ach, das ist ein, da kann ich dann krassere Einheiten bauen. Okay, 50 Energie und 2000 Gold. Energie habe ich nicht. Gold habe ich auch nicht. Okay, gut, dass wir das geklärt haben. Dann baue ich jetzt noch ein Kraftwerk. Kraftwerk. Powerplant, also ein richtiges Kraftwerk, ein großes. Irgendwo hin, wo Platz ist. Ja,
stell ich hier oben hin. Wurscht. So. Vielleicht wäre es ganz sinnvoll, hier noch einen Turm hier unten hinzubauen. Und die Jungs dann halt in den Turm zu stellen, weil dann haben sie einen weiteren Blick nach außen. Finde ich, glaube ich, sinnvoller. Da brauche ich mal einen Soldaten, bitte, der sich freiwillig meldet, um ins Feindesland sich zu bewegen. Ich würde nämlich gerne mal das Holz und das Stein hier einsammeln. Da sind viele Zombies, Zombies, gar nicht mal so gut. So, ich will doch eigentlich nur den Scheiß hier einsammeln. Dann ziehe ich mich doch sofort wieder zurück. Oh, das war 500 Gold. Das ist ja auch ganz sinnvoll. So. Haben wir. Energie müsste gleich fertig sein. Das Kraftwerk ist beinahe durch. Sehr schön. Ich habe auch schon wieder nur noch 12 überschüssige Arbeiter. Verdammt. Ja, Kraftwerk ist durch. Nicht mehr so viel Stein- und Holzproduktion, aber ist egal. Jetzt erstmal. Alter, was ich mittlerweile hier alles bauen kann. Von Osten, von Osten, von Osten. Ich werde angegriffen. Das ist dann hier wahrscheinlich, ne? Kommen die wahrscheinlich von hier oder hier unten? Ist ja auch Osten, auf eine Art. Ich denke mal, es wird eher da oben sein, der Angriff. Hoffe ich zumindest. Jetzt mal abwarten. Ah, wobei, sie kommen halt schon sehr, aber das ist ja schon sehr Südosten, was ich hier unten an Verteidigung habe. Man könnte gucken, dass man hier noch einen Tower hinstellt. Ich baue da mal noch einen Tower, weil das kann eigentlich nicht schaden. Und hier oben baue ich auch noch einen, wo halt Platz ist. Hier so. Mehr Tower sind immer besser. Ne, die kommen eher so über oben. Das ist ja ganz schön eigentlich. So, ich muss aber parallel gucken, dass ich hier... Das Ding kostet mich 20 Arbeiter, das heißt, ich brauche noch Häuser. Da können wir noch eins hinsetzen. Da können wir noch eins hinsetzen. Müsste dann ungefähr reichen. Oh Gott, der nächste Angriff kommt. Ich habe echt immer Schiss vor diesen Horden, weil die werden auch immer sukzessive ein bisschen größer. Oh, da kommen jetzt auch so Boomer, so fette. Scheiße, Mann. Oh, das ist auch leider noch eine Holzverteidigung hier. Die muss ich auch noch aufrüsten. Die habe ich noch gar nicht aufgerüstet hier. Ich habe jetzt mal die Soldaten hier mit rüber geschickt. Die Balliste von da hinten, die haut hier drüben auch noch rein. Hier unten wird auch gerade angegriffen, aber das kriegen die Jungs hin. Glaube, ich habe es halbwegs abgewehrt, oder? Ja, sieht gut aus. Ich gehe jetzt wieder hier drüben in den Turm rein. Oh, nee, geht... Kinder, geht hier rum. Geht in der Basis lang, bitte. Also da muss die Wegfindung echt noch die Priorität lernen. Selbst wenn der Weg länger ist, sollten sie eher in der Basis lang laufen und nicht außerhalb der Basis. Das haben sie noch nicht so ganz durchschaut. So, dann können wir das Engineering Center bauen. Das ist ja sehr feini. Das würde ich versuchen, mal hierhin, wo irgendwo Platz ist, zu bauen. Da so, zum Beispiel. Ich hoffe, dass da jetzt irgendwelche super krassen Einheiten rauskommen. Das wäre schön. So, und derweil können wir hier mal versuchen, die Sachen ein bisschen auszubauen. Ach, ich habe doch jetzt einen Markt. Hoho, ich kann doch jetzt Sachen verkaufen. Was verkaufe ich denn? Ich kann Öl verkaufen, zum Beispiel. Das kostet, bringt mir 40 Gold. Da kann ich einfach mal 50 Öl verkaufen. Guck mal, wie viel Kohle ich jetzt wieder habe. Ist ja nice. So, dann können wir nämlich hier einfach mal alles... Wieso kann ich das nicht upgraden? Achso, es muss erstmal repariert werden. Jetzt kann ich es upgraden. Danke. Danke, Spiel. Das war wichtig. Das war mir jetzt sehr wichtig, dass das alles seine Ordnung geht. So. So, hier können wir noch ein bisschen Mauern upgraden schon mal. Das läuft doch super. Gut, dann gucken wir mal nächste Folge, was im Engineering Center auf uns wartet. Hoho, Cliffhanger. Und Folge 7 lief gut. Das ist mit das erste Mal. Ich habe den Fluch gebrochen. Das fühlt sich gut an. Leute, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.